nachdem ich Ihnen in dem vorherigen Film gezeigt habe, was die wichtigsten Aufgaben des Controlling sind, aus welchen verschiedenen Bereichen es besteht und wie das Rechnungswesen aufgeteilt ist in den Rechnungskreis 1 und 2 und sowie die verschiedenen Rechnungssysteme Ihnen kurz vorgestellt habe, möchte ich jetzt in diesem kleinen Film auf die verschiedenen Begriffe, die in der Finanzbuchhaltung und in der Kostenrechnung verwendet werden, vorstellen. Beginnen wir mal mit den Aufwendungen in der Finanzbuchhaltung und dem Gegenstück aus der Kostenrechnung, den Kosten. Wir werden sehen, es ist schon hier grafisch angedeutet, dass die nicht zu 100% übereinstimmen, aber eben doch in einem großen Teil aus den gleichen Geschäftsvorgängen bestehen und dementsprechend auch die gleichen Positionen haben. Wenn diese Geschäftsvorfälle sowohl in der Finanzbuchhaltung als auch in der KLR in gleicher Höhe verwendet werden, dann spricht man auf der einen Seite von betrieblichem Aufwand und in der KLR von den sogenannten Grundkosten. Beispielsweise handelt es sich dabei um den Personalaufwand oder Personalkosten, ne, je nachdem in welchem Rechnungskreis, in welchem System wir uns befinden, oder auch zum Beispiel Werbeaufwand oder Werbekosten. Das sind klassische Positionen neben vielen anderen, die vollkommen identisch in beide Rechnungssysteme einfließen. Daneben haben wir den sogenannten neutralen Aufwand. Da gibt es noch verschiedene Unterformen, die werde ich Ihnen später noch vorstellen. Das heißt, das sind Positionen, man sieht es schon hier an der grafischen Abgrenzung, die nur in der Finanzbuchhaltung auftauchen und keine Berechtigung haben, in die Kosten- und Leistungsrechnung mit hinübergenommen zu werden. Das heißt, hier handelt es sich um Aufwendungen, die nicht betriebsbedingt sind. Und wenn, dann gehören sie vielleicht nicht in die jeweilige Abrechnungsperiode, die wir gerade in der Kostenrechnung betrachten. Und deswegen müssen wir sie ja neutralisieren, deswegen müssen wir sie von der Kostenrechnung fernhalten. Beispiele dafür sind zum Beispiel eine Spende oder aber auch eine Steuernachzahlung, die wir für ein vergangenes Jahr zu leisten haben. Das alles gehört nicht in die Kalkulation unserer Produktpreise hinein. Das würde unsere Preise unseriöserweise verändern und hat nichts mit der eigentlichen Leistungserbringung zu tun. Daneben gibt es bestimmte Positionen, die sowohl betrieblichen Aufwand als auch Kosten darstellen, allerdings im Unterschied zu den Grundkosten in unterschiedlicher Höhe anfallen. Das soll hier durch diese kleine Ecke angedeutet sein. Das heißt an dem Beispiel der Abschreibungen, dass in der KLR und in der Finanzbuchhaltung in der Regel mit unterschiedlichen Beträgen abgeschrieben wird, weil die Absicht, die man dabei verfolgt, eine jeweils andere ist. Und dementsprechend spricht man hier von Anderskosten. So, kommen wir jetzt noch zu dem letzten Punkt. Das sind die sogenannten Zusatzkosten. Das ist eine Position, die ähnlich wie hier beim neutralen Aufwand zusätzlich in der Kosten- und Leistungsrechnung entstehen oder anfallen, die man mit in die Preise hinein kalkulieren sollte, die aber in keiner Weise in der G&V auftauchen, weil es die dort de facto einfach nicht gibt. Es sind im Prinzip so, ja, virtuelle Kosten könnte man das auch nennen, kalkulatorische Kosten wird es in der Fachsprache genannt, wie beispielsweise in der Personengesellschaft der fiktive Unternehmerlohn eines mitarbeitenden Eigentümers. Wie das genau funktioniert oder was genau dahinter steckt, das erkläre ich in einem weiteren kurzen Video. So, kommen wir nun zur Ertragsseite, da verhält es sich im Prinzip ähnlich. Wir haben auch hier wieder eine große Reihe von Positionen, die identisch behandelt werden in beiden Rechnungskreisen, in beiden Rechnungssystemen, bei den betrieblichen Erträgen und den sogenannten Grundleistungen. Der Hauptbrocken, die Hauptposition dabei sind natürlich unsere Umsatzerlöse, die wir an Erträgen haben oder halt, wie gesagt, in der Kostenleistungsrechnung halt mit Umsatzerlösen bezeichnet. Auch hier gibt es Positionen, ähnlich die Gegenstücke sozusagen zu den neutralen Aufwendungen, haben wir auch neutrale Erträge, Erträge, die uns zufließen, die aber nichts mit unserer eigentlichen betrieblichen Haupttätigkeit, nämlich dem Produzieren von Produkten, zu tun haben. Und auch hier werden noch verschiedene Unterformen, ähnlich wie hier oben, unterschieden. Auch die erkläre ich später nochmal
eingehender. Ein Beispiel, hier hatten wir die Steuernachzahlung. Genauso kann uns ja auch mal im positiven Sinne gehen, dass wir eine Steuererstattung vom Finanzamt bekommen. Die stammt aber aus einer vergangenen Periode und dementsprechend gehört es nicht zur aktuell betrachteten Leistung, die wir erbracht haben. Und dementsprechend muss aus der Kostenrechnung wieder ferngehalten werden. So, jetzt kommen wir nochmal zur Zusammenfassung. Wenn man jetzt mal schaut, was ist eigentlich das Ziel? Das hatten wir ja auch schon im vorherigen Video gezeigt, dass die Finanzbuchhaltung als Ziel hat, die Ermittlung des Unternehmensgewinns oder auch Bilanzgewinns festzustellen, zu ermitteln. Und dazu gehören eben die Positionen, die hier mit der geschweiften Klammer umfasst werden. Wie Sie sehen, also alle hier die grün eingefärbten Positionen, die dienen dazu, Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, den Bilanzgewinn zu ermitteln. Und jetzt sehen wir schon bei der nächsten geschweiften Klammer, die letztlich den Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung abdeckt, sehen wir schon, dass die beiden Rechnungssysteme so gut wie immer zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das liegt einfach in der Natur der Sache, weshalb wir ja auch hier versucht haben, die verschiedenen Begriffe mal voneinander zu unterscheiden. Sie sehen, jetzt sind hier sozusagen diese rosa eingefärbten Positionen Bestandteil der Kosten- und Leistungsrechnung. Hier werden eben die Leistungen und die Kosten gegenübergestellt, um das interne Betriebsergebnis, sozusagen unser Erfolg im operativen Geschäft, im Produzieren und Verkaufen der Produkte, das wird hier ermittelt. Und die Unterschiede rühren, wie gesagt, aus den abweichenden Positionen hier der Anderskosten, der Zusatzkosten und auf der anderen Seite eben der in der Finanzbuchhaltung verwendeten neutralen Aufwendungen oder Erträge, die in der KLR keine Berücksichtigung finden. Ja, ich denke, mit der Übersicht kann man sich ganz gut herantasten an die verschiedenen Begriffe, die in beiden Rechnungssystemen verwendet werden. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen das so ein bisschen näher bringen und in dem weiteren Film gehe ich dann nochmal auf die einzelnen Begriffe und Beispiele, was sind Anderskosten, was sind kalkulatorische Kosten und auch hier die verschiedenen Unterformen der neutralen Aufwendungen und Erträge nochmal ein bisschen genauer vorstellen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin viel Spaß beim Lernen.